Fluch der Karibik 4. Was soll ich dazu sagen? Oder wie er heißt, Pirates of the Caribbean, Fremde Gezeiten. Wobei ich nicht weiß, was mit diesen fremden Gezeiten gemeint ist. Er geht. Man kann ihn auch Indiana Jones 3 und der letzte Kreuzzug nennen. Sag ich mal ganz kurz. Also, es geht um die Quelle der ewigen Jugend, den Heiligen Gral oder was auch immer man will. Also hier in diesem Film um die Quelle der ewigen Jugend. Ja, Jack Sparrow gerät ungewollt mal wieder in ein Abenteuer. Er selbst will diesen Gral gar nicht haben. Er wird dazu genötigt, ihn zu finden. Und zwar von Captain Blackbeard mit seiner Tochter. Wie hieß sie? Weiß ich nicht mehr. Penelope Cruz. Die Jack Sparrow aber kennt. Also die kennen sich von früher. Er hat ihre Unschuld gestohlen. Sie war nämlich in einem Kloster und hat sich dann auf ihn eingelassen. Und naja, wobei ich mich dann frage, wieso schickt ein Pirat, ein ganz schlimmer, böser Anführerpirat wie Blackbeard, seine Tochter ins Kloster? Ja, man weiß es nicht, man erfährt es nicht. Vor allem, weil er nicht mal religiös ist oder sowas. Dazu komme ich aber noch. Naja, und so machen sie sich auf diese Suche nach der Quelle der ewigen Jugend. Die sind natürlich nicht die einzigen, die danach suchen. Captain Barbossa kommt hier wieder vor. Den kennt man aus den alten Filmen oder zumindest aus dem ersten und dritten. Jack Sparrow natürlich. Und Gibbs. Der war auch in allen drei ersten, in den ersten drei Teilen dabei. Dieser Ältere mit dem Zopf, irgendwie etwas dicker. Also ich wusste, dass er in den alten Filmen mitspielt, aber warum er jetzt auf einmal so eine wichtige Rolle hat, keine Ahnung. Die wollten wahrscheinlich noch irgendeinen in den Film packen, den man kennt oder so. Die sind ja jetzt recht rar gesät, wo man nur noch Jack Sparrow als Helden hat. Ja. Oh ja, Jacks Vater taucht in diesem Film auf für eine Minute. Wahrscheinlich wollen sie die Rolle offen halten für den nächsten Teil oder sowas, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er hier keine Rolle gespielt. Naja, also machen sie sich alle. Genau, und Barbossa will diesen Gral oder soll diesen Gral für die britische Marine oder für den britischen König finden. Und fährt dann halt mit der britischen Marine. Die Karte gerade abgefallen. Macht sich dann halt mit der britischen Marine auf die Reise. Und die Spanier, die werden eigentlich meistens nur erwähnt, die suchen das irgendwie auch. Also haben wir drei Parteien, die halt diese Quelle der ewigen Jugend finden wollen. Ja. Und alle haben sie ihre verschiedenen Ziele. Die Hauptgruppe, also die mit Abstand am meisten gezeigt wird im Film, klar, weil Jack Sparrow dabei ist. Also Blackbeard, die Tochter und halt Jack Sparrow. Die Tochter will den Gral finden, um ihren Vater zu retten, weil in einer Prophezeiung das war nicht mal irgendwie ein Orakel oder irgendwas, das war irgendwie der dritte Deckmate oder so. Der hat prophezeit, dass Blackbeard in den nächsten 3 Wochen oder so von einem einbeinigen Mann getötet wird. Ja, und in diesem Film kommt nur ein einbeiniger Mann vor, das ist Barbossa. Ich weiß nicht mehr, wie er den verloren hat, ob man das irgendwie sieht in den alten Teilen oder so, aber war relativ irrelevant. Naja, auf jeden Fall soll der irgendwie, diese Prophezeiung soll irgendwie so sein, dass Barbossa Blackbeard töten wird. Und deswegen will er schnell diesen Gral finden. Also nicht, dass man irgendwie auch schon vorher auf die Idee kommen könnte, diesen Gral irgendwie zu suchen. Ich meine, ewiges Leben.
Und da frage ich mich dann auch mal bei solchen unbekannt populären Dingen. Ich meine, ewig leben will ja im Prinzip jeder. Also wenn irgendjemand das schon mal geschafft hat, dann sickert das auch irgendwie durch. Also dass da jeder Zweite da irgendwie hingeht. Ja, in diesen Abenteuerfilmen ist mal ganz geheim, niemand weiß dahin. Na, aber am Ende schaffen sie es doch alle. Nachher ist das so eine Massenveranstaltung da in diesem dummen, in dieser Quelle da. Naja, und Blackbeards Schiff hat als ultimative Waffe einen Flammenwerfer. Also, ja, sowas habe ich auch noch nicht gesehen im Piratenfilm. Vorne so am Bug, so sprüht da erstmal so ein 20, 30 Meter Flamme raus. Also, ja, Respekt muss ich sagen für die guten Ideen, die sie hier reingepackt haben. Ja, was gibt's noch? Ja, also die machen sich da alle auf den Weg, dann finden sie mit der Zeit halt raus, oder nee, das wissen die schon immer, aber der Zuschauer erfährt das dann halt immer im Laufe des Films erst, was sie alles brauchen, um halt zu dieser Quelle zu kommen. Das ist einmal eine Träne von einer Meerjungfrau, zwei Kelche, keine Ahnung, was für spezielle Kelche es waren, also mit denen geht das halt nur, aber die brauchen halt diese zwei Kelche. Die finden sie nachher bei den Spaniern, die waren halt schneller als die, haben die Kelche vor denen gefunden. Ja, und als Sparrow und zu dem Zeitpunkt Barbossa diese Kelche befreien, klauen wollen von den Spaniern, ist eine ganz, so eine typische Szene für diesen Film. Und zwar sieht man so, wie sie sich an das Lager ranschleichen, dann gucken sie so durch die Blätter durch, so Riesenblätter und so, und ah, da müsste es sein, da ist das Zelt vom Anführer, lass uns mal ran. Und der nächste Schnitt ist dann, ja, sind sie auf einmal im Zelt. Da ist einer am Tisch, der die irgendwie poliert oder so, und klauen sie den ersten, dann poliert er den zweiten, dann klauen sie den zweiten und wo sind die Kelche hin? Ja, und ja, wie kommen wir jetzt wieder raus? Durch den Eingang. Und zwar laut. Ja, warum? Warum? Dieser Film, der wimmelt von Situationen, wo in denen es geradezu provoziert wird, dass Action entsteht. Also, dass irgendwelche Schwertkämpfe, Explosionen, Schlägereien, Sprünge von Klippen, alles. Also in dieser Film, aus allen Möglichkeiten nimmt er sich eine heraus und also mehrere heraus. Und das macht ihn nicht wirklich interessant, sagen wir mal so. Er ist nicht schlecht, er hat auch so ein paar lustige Momente, immer wo man dann sagt, ja, der war nicht schlecht. Ja. Aber man nie, dass man sich da irgendwie zu Tode lacht oder sowas. Also die Art von Jack Sparrow haben sie ja so ein bisschen zurückgenommen. Es zieht nicht mehr so, das haben sie selbst gemerkt. Aber dadurch gewinnt der Film nicht unbedingt an Fahrt. Er ist recht uninspiriert. Aber wenn man die Tatsache nimmt, hier, dass der ein Rip-Off von Indiana Jones 3 ist. Also, ja. Ja, und wie gesagt, das ist so eine Klippenszene, wo dann Jack Sparrow runterspringen muss, 40 Meter oder so in einen flachen Fluss, überlebt er natürlich. So eine Abenteuerfilm-Klischees, sage ich jetzt mal, die man auch bei Indiana Jones halt sieht, also besser, inspirierter. Naja, und diese Meerjungfrauen, die sind böse. Die töten die Menschen, warum wird nicht gesagt? Die fressen die nicht oder so, sie töten die einfach. Naja, und die haben irgendwie so eine Art unterirdische Tunnel, Wassertunnel, die auch dann zur Quelle führen, im Urwald da irgendwie so eine Öffnung haben. Also immer zu den Orten, wo die Handlung gerade ist, da haben die dann auch einen Tunnel hin, diese dummen Meerjungfrauen. Und die haben natürlich immer Haare über den Möpsen. Ist ja ein amerikanischer Film, der ab 12 oder was weiß ich freigegeben ist, da dürfen Titten nicht gezeigt werden. Ne? Also auch hier nicht. Also, das wirkt ziemlich krampfhaft in diesem Film, sagen wir mal so. Und deswegen stört es halt auch.
Davon mal abgesehen, dass alle in solchen Filmen scharf auf Meerjungfrauen sind, wobei die ja nur bis hier menschlich sind. Also weiß ich nicht, was man mit denen anfangen soll und warum die überhaupt Hütten haben, verdammt nochmal. Ah. Ja. Naja. Barbossa hat einen coolen Reim an einer Stelle. Wie da wollen die denn aufs Tempo drücken, hier zur Quelle und sowas? So. Volle Wende, stecht im See, volle Fahrt nach Whitecap Bay. Der war cool. Der war cool. Ja. Ja, da gibt es auch noch so eine Szene, wo dann irgendwie, wo sie das erste Mal diese Kelche suchen, auf so einem Schiff, das irgendwie oben auf so einer Klippe hängt. Wie das da hingekommen ist, weiß ich nicht. Und da wartet dann irgendwie, da trifft er, glaube ich, Barbossa. Also Jack Sparrow trifft da, glaube ich, Barbossa, oder? Der hat dann nämlich auch nach den Kelchen gesucht, die waren schon weg, die Spanier hatten die. Und das ist so ein typisches Schiff, was total stabil ist, wenn solange nur einer drauf ist und egal wo er hingeht und wie laut er ist, aber sobald der zweite drauf ist, wird es instabil. Oh nein, geh nicht auf die Seite, geh nicht auf die Seite, oh, balancieren, balancieren und so und was. Ah! Oh! Irgendwie nichts Neues gibt es in diesem Film. Es gibt nichts Neues. Was gibt's denn noch? Ich habe mir so ein paar Aufzeichnungen gemacht. Da ist passiert so viel, aber auch so wenig. Die Handlung ist so dünn, aber es passiert ziemlich viel. Man kann zwar folgen, aber allein, dass es drei Parallelhandlungen hat, glaube ich, das ist irgendwie ein bisschen. Ja, oh, und die Nebendarsteller hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt mit diesem Gibbs, der ja hier ja fast eine Hauptrolle hat irgendwie. In den ersten Teilen. Da war das immer so gezwungen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an diesen bärtigen Typen, dicken Typen mit diesem dünnen, dämlichen mit dem Glasauge. Die kommen im ersten Teil zum ersten Mal vor und im zweiten und dritten sind die auch. Und da werden die irgendwie in diese Handlung reingequetscht. Das haben die jetzt zum Glück nicht gemacht, aber dafür ja andere belanglose Charaktere eingeführt. Ich weiß nicht, was das soll. Frischen Wind. Keine Ahnung, allein dass es nur noch auf Jack Sparrow basiert ist, das nimmt dem Film ziemlich an Fahrt. Ja. Ja, nachher in dieser Quelle, da gibt es dann diese. Da kommen dann auch noch die Spanier dazu. Also erst Blackbeard, Sparrow, die Tochter und Konsorten und dann kommt Barbossa mit den Engländern und dann kommen die Spanier und alle denken sie immer, sie haben die Überhand. So. Die Spanier. Ja, ich sage jetzt nicht, was da passiert am Ende. Ich meine, allein, dass es ein Indiana Jones 3 Rip-Off ist, weiß man ja, was passiert. Also, und die Meerjungfrauen helfen auch noch. Die reden, die küsst den einen und. Der ist dann. Er hat sein. Der, den sie küsst, der hat sein Lebensziel erreicht. Der ist bis an sein Lebensende glücklich. Sowas irgendwie in der Art. Ey, das ist. Ja, und Blackbeard. Blackbeard, der seine Tochter aufs Kloster schickt, der über so einen Kleriker, nennen sie den da immer, über so einen Kleriker lässt er, der da auch zwischenzeitlich rumläuft, der sich in diese Meerjungfrau verliebt. Ich glaube, der war das, der geküsst wird oder irgendwie so. Naja, und der die ganze Zeit so, oh Gott, Gott, es gibt keinen Gott und wir sind Piraten. Oh, oh, oh. Und am Ende, in der letzten Szene, als Blackbeard dann. Nee, nicht in der letzten Szene, ja, zwischendurch, als Blackbeard dann irgendwie aufbrechen will mit seinem Schiff. Bei Gott, lasst uns Segel setzen. Also nicht mal in der Hinsicht können sie irgendwie die Kontinuität wahren. Ich meine, also wichtig ist es nicht, aber naja. Ja, ich sehe, die Zeit wird knapp hier. Also, wenn ihr die ersten drei Teile mochtet, also ich finde ja, der erste, die wurden immer schlechter und das schließt sich mit diesem fort, das setzt sich mit diesem fort. Wenn ihr die ersten drei mochtet, guckt euch die an. Wenn nicht, dann bloß nicht. Bloß nicht. Ja. Mehr zu sagen habe ich eigentlich auch nicht. Schlechte Fortsetzung. Tschüss.